Ja. Vielen, vielen Dank, Tabea Hein von der FITCO und Nora Paulsen und Sugo Seker von der Lead Machine Learning GmbH. Sehr, sehr spannender Vortrag und das Angebot gebe ich gerne mal weiter. Wenn noch Fragen sind, dann schnappen Sie sich die Referentinnen und Referenten jetzt. So, wir haben heute schon mal kurz das Thema Beschaffung angesprochen und auch gesehen, wie schwierig das für kleinere mittelständische Unternehmen und für Start-ups manchmal ist, Angebote wirklich dann an die Verwaltung zu bringen. Dass es an guten Ideen und innovativen Lösungen aber nicht scheitert, das sehen wir heute spätestens beim Smart Country Startup Award, der heute Abend stattfinden wird. Aber eben diese Ideen dann zur Verwaltung zu bringen, da ist die Beschaffung eine große Hürde. Denn oft sind eben die Anforderungen für die öffentliche Beschaffung so hoch, dass gerade jüngere oder kleinere Unternehmen diese nicht erreichen können. Ein Unternehmen, das das ändern möchte, ist GovMarket. Und ich bin heute sehr gespannt zu erfahren, wie das funktioniert. Und das verraten uns jetzt Jana Janze, die Geschäftsführerin von GovMarket, und Melanie Peterson, Head of Marketing and Communications. Herzlich willkommen. So, ja super, vielen, vielen lieben Dank. Danke für die Einführung. In der Tat, wir wollen uns mit dem Thema Beschaffung beschäftigen, beziehungsweise machen das schon seit 4 Monaten. Wir sind ganz stark dabei und wollen im Endeffekt die Beschaffung revolutionieren, weil wir der festen Überzeugung sind, dass es wahnsinnig viele tolle Lösungen am Markt gibt, vor allen Dingen viele tolle Lösungen von jungen Unternehmen, von Start-ups. Wurde gerade schon gesagt, es findet ja heute Abend noch der Award statt. Den wollen wir natürlich auch mit allen Startups, die da sind, auch so weit promoten und vor allen Dingen dafür sorgen, dass die genau diese Startups nicht nur mit ersten kleinen Ideen im Endeffekt in der Verwaltung eingesetzt werden können, sondern dass sie auch wirklich langfristig in der Verwaltung inkludiert sind, dass wir da auch wirklich langfristig Erfolge sehen und dass sie da auch langfristig einen Mehrwert bringen können. Deswegen, wir wollen die Beschaffung revolutionieren, aber wie machen wir das? Wir haben in den letzten ungefähr 4 Monaten sehr, sehr, sehr viele Gespräche geführt. Und ich habe hier mal ein Zitat mitgebracht aus einem Gespräch, was wir mit einer Person aus der Verwaltung geführt haben. Da wurde nämlich gesagt, Vergabe ist eigentlich eins der wichtigsten Dinge, die die Person machen kann, beziehungsweise die grundsätzlich der Public Sector machen kann. Weil, warum? Im Endeffekt, die Person hat es dann noch ein bisschen weiter erklärt und meinte so, ganz ernsthaft, Jana, das ist das Coolste. Ich kann nämlich Geld ausgeben, ich kann mir coole Lösungen anschauen. Ich bin Herr oder Frau über dieses Geld. Ich habe da die Möglichkeiten, Dinge zu beeinflussen und Dinge neu zu machen. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Deswegen eins der wirklich wichtigsten Dinge, die der Public Sector machen kann, sich rund um die Vergabe, um die Beschaffung damit zu beschäftigen. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir mit wahnsinnig vielen Startups gesprochen. Ein paar sehe ich jetzt auch hier mit sitzen. Der Startup Award ist heute Abend auch gleichzeitig. Also es gibt wahnsinnig viele junge Unternehmen, die Lust haben, mit der Verwaltung zusammenzuarbeiten, die Lust haben, da in die Verwaltung reinzugehen. Und das wird mir so oft gespiegelt, immer wieder. So, hey, wir haben Lust, wir wollen das machen, wir machen das aus Überzeugung, aus Leidenschaft. Ja, und gleichzeitig glaube ich, ist es nicht nur das Gespräch, was wir führen können, sondern es ist vor allen Dingen auch mal den Blick über den Tellerrand hinaus, mal zu schauen, was passiert denn in anderen Ländern? Was machen wir denn grundsätzlich? Und auch das haben wir in den letzten 4 Monaten gemacht. Wir haben uns viele Beispiele angeschaut und da ist vor allen Dingen aus unserer Sicht herausgekommen, dass wir die reine Beschaffung, die reine Vergabe nicht nur auf den einen Moment, nämlich Angebotsprozesse und dann die Implementierung setzen können, sondern dass es so viel mehr ist. Wir haben vor allen Dingen am Anfang das Bewusstsein, das Scouting, was damit dran steht. Wir haben aber dann natürlich auch das Thema Ausschreibung, Vergabeprozesse. Schlussendlich muss aber auch irgendwann Geld fließen. Natürlich, auch das gehört zu der Beschaffung mit dazu. Und was ich finde, ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt ist, wir müssen da auch noch weiterdenken. Einführung von Software, Weiterentwicklung von Software, die ganze Wartung im Endeffekt, die hinten dran steht. So, lass mich mal einen Schritt weitergehen. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht aus anderen Ländern, einfach um es noch mal ein bisschen begreiflicher zu machen, was da so passiert. Ein kleiner Blick nach Südamerika, nach Chile.
In Chile gibt es in der Tat ein Tool, das Compre Agile. Das ist Teil eines großen Beschaffungsmoduls, was eingesetzt wird. Und über dieses Beschaffungsmodul, über Compre Agile, haben die Verwaltung, die Mitarbeitenden in der Verwaltung im Endeffekt die Möglichkeit zu sagen, ich kann eine Fragestellung an alle Unternehmen zur Verfügung stellen. Und diese Fragestellung, die wird dann im Endeffekt auch relativ schnell beantwortet, weil die Unternehmen, die sich da bewerben, wissen, okay, wenn ich hier reinkomme, wenn ich da meine Idee platziere, mein Zugang im Endeffekt auch zeige, dann wird, wenn die drei Angebote eingereicht sind, eins davon ausgewählt. Das heißt, es ist für die Startups natürlich eine super, super gute Möglichkeit, einfach diese Thema auch rein zu pushen und sich da auch präsent zu zeigen, was es alles gibt. Und die Verwaltung kann sehr schnell auf diese einzelnen Lösungen zugreifen. Gucken wir mal nicht so weit, sondern in eins unserer Nachbarländer, nämlich in die Niederlande. In den Niederlanden wird das ganze Thema Beschaffung, Vergabe über das Tool Tendernet abgebildet. Tendernet ist in der Tat wahnsinnig spannend, weil die haben eine quasi Tell-us-once-Lösung. Also ich trage da einmal an einer Stelle meine Daten ein. Ich sage an einer Stelle, hier, ich habe meine Haftungserklärung, ich habe meine ganzen Informationen zum Thema Mindestlohn übertragen auf Deutschland eingetragen. Einmal erzählt und die Verwaltung hat sofort Zugriff drauf. Wenn ich mich an ganz viele Ausschreibungsprozesse erinnere, ich muss es ständig wieder ausfüllen, ständig wieder Dokumente ausfüllen und so weiter und so fort. Und das, obwohl es immer wieder die gleichen Sachen sind, die gefragt werden. Ein anderes Nachbarland um uns herum, nach Polen, kleiner Blick nach Polen, so rein in die Vergabe. Ich glaube in der Tat, wir haben auch in Deutschland dank des EU-Rechts, grundsätzlich auch dank des deutschen Vergaberechts, wahnsinnig viele Möglichkeiten. Es gibt so wahnsinnig viele Vergabearten, die wir gut nutzen können. Es gibt in Polen eine Art Planungswettbewerb im Endeffekt, der sehr häufig genutzt wird, gerade für innovative Lösungen, für innovative Start-ups, die da eingesetzt werden können. In der Tat ein spannendes Thema, weil das wurde 2 Jahre lang ausprobiert und es wurden über diese Planungswettbewerbe wurden über 2500 Lösungen eingereicht. Also das heißt, einfach da die Transparenz zu zeigen. So, Wettbewerbe kennen wir alle. Planungswettbewerbe gehen in der Tat noch mal einen Schritt weiter. Und zwar sagen die an dieser Stelle, ich werde schon für die Phase der Konzeption bezahlt. Das heißt, ich kann da an dieser Stelle hingehen und kann sagen, so, okay, ich schreibe einen Planungswettbewerb aus. Und in dieser frühen Phase bekommt ein junges Unternehmen, ein Unternehmen grundsätzlich auch schon Geld und kann sich diese Konzeptionsphase auch bezahlen lassen. Ich habe jetzt lange gesucht in Deutschland, vielleicht gibt es hier jemanden, der mir ein Beispiel nennen kann. Ich habe bisher noch keins gefunden. Wenn es jemanden gibt, dann gerne bei uns am Stand vorbeikommen. Ich würde es super interessieren, weil ich glaube, so dass so es... So oder so bei uns am Stand vorbeikommen. So oder so natürlich. So oder so. So oder so bei uns am Stand vorbeikommen. Nein, aber ich glaube in der Tat, dass es etwas ist, was wir in Deutschland auch super gerne mal benutzen sollten, weil es einfach mehr Möglichkeiten bietet. Wenn wir dann mehr in das Thema Zahlungen schauen, das ist reine Vergabe gewesen, wenn wir mehr ins Thema Zahlungen schauen, gucken wir mal die Ukraine. In der Ukraine gab es den sogenannten Factory Hub. Der Factory Hub war verknüpft mit den Banken aus der Ukraine. Was wahnsinnig spannend ist, gerade dann, wenn ich mit Startups zusammenarbeite, weil da geht es ja hauptsächlich auch mal um das Thema Investment. Ne? Wie komme ich denn an noch mehr Investitionen hintendran? Wie kann ich denn sicherstellen, dass da Geld fließt und so weiter? Die Ukraine hat hier in dem Factory Hub mit den Banken zusammengearbeitet. Das heißt, Banken konnten sehr schnell auf die Ausschreibungsunterlagen zurückgreifen, konnten sehr schnell sehen, was es alles gibt und haben diese Informationen nutzen können oder können sie auch immer noch nutzen, um auch da schon mal vorher im Endeffekt Zuschüsse auch für Entwicklung zu geben. Wahnsinnig spannendes Modell, was da genutzt wird. So, und dann, ich schaue mal noch weiter, gerade wenn ich um das Thema Weiterentwicklung spreche oder über das Thema Weiterentwicklung spreche, da nochmal schaue, was es für Möglichkeiten gibt, gerade wenn schon die ersten Lösungen implementiert sind.
In Italien gibt es ja ein Tool, ich mag es mir jetzt gar nicht italienisch aussprechen, von daher, ich versuche es gar nicht, ich lasse es einfach, der Name steht da, ihr könnt lesen. Über dieses Tool werden im Endeffekt alle Informationen, die die Verwaltung hat, zur Verfügung gestellt. So ein bisschen vergleichbar mit dem Thema Open Data. Bezieht sich hier aber auch hauptsächlich auf Ausschreibungsunterlagen oder beziehungsweise auch Daten, die für diese Ausschreibung benutzt werden können. Das heißt, ihr seid hier beispielsweise in einem jungen Unternehmen, möchtet euch da bewerben, dann brauche ich irgendwo immer noch mal so ein paar mehr Informationen, die hintendran relevant sind. Und das kann ich genau an dieser Stelle machen mit dem Tool hier in Italien. Greife direkt auf meine Daten zu und schaue, welche Möglichkeiten ich habe, um da ja möglichst viele Informationen so zusammenzustellen, dass sie mir auch wirklich langfristig helfen über den kompletten Ausschreibungsprozess hinaus. So, aber jetzt mal wieder zurückgeguckt auf Deutschland. Genau, genau. Jetzt ist eigentlich auch der Zeitpunkt für unseren Sales Pitch. Was machen wir denn eigentlich genau mit GovMarket? Warum sind wir hier? Was haben wir vor mit GovMarket? Wie Jan auch schon erzählt hat, wir haben Großes vor, denn wir wollen Beschaffung digitalisieren, wir wollen sie revolutionieren. Und wenn Sie an GovMarket denken, stellen Sie sich vor, GovMarket ist Deutschlands erster App Store für GovTechs, eine Plattform, die Startups und KMUs mit dem öffentlichen Sektor zusammenbringen soll. Und wir brauchen diese Plattform auch tatsächlich. Wir haben es jetzt auch gerade schon gehört, Beschaffung ist nach wie vor die größte Herausforderung für den Public Sector. Und wir brauchen vor allen Dingen innovative, digitale und nachhaltige Lösungen von Startups, die diese auch gerade aufgrund ihrer spezialisierten Expertise bringen können. Ja, und wir sind auch die Ersten. Es ist ein sehr, sehr spannender, aufregender Moment für uns. Wie gesagt, es waren auch sehr aufregende Wochen, die letzten Wochen. Und heute sind wir hier und freuen uns auch vor allen Dingen auch gleich noch mit euch allen bei uns am Stand GovMarket vorzustellen und euch auch unseren Marktplatz zu zeigen. So, wie funktioniert GovMarket eigentlich genau? Wir haben zum einen unseren Marktplatz, der sowohl für Startups als auch für die Verwaltung als ein Schaufenster dienen soll. Das heißt, Startups können sich bei uns registrieren, können dort ihre Lösungen anbieten. Aktuell sind wir bei über 60 registrierten Startups mit über 100 Lösungen, die bereits über den Marktplatz angeboten werden. Dieser Zugang ist sowohl für die Startups als auch für die Verwaltung kostenfrei. Das heißt, jeder kann sich auf der Seite registrieren, kann sich die Lösungen angucken. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, Sie wissen es alle in der Beschaffung, wir brauchen natürlich Transparenz, absolute Transparenz. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Kriterium für uns mit GovMarket. Sie können, wenn Sie sich die Startups angucken, Sie sehen deren Lösungen, Sie sehen, mit welchen Behörden bereits kooperiert wird, zusammengearbeitet wird. Wir sehen auch den Entwicklungsstand der jeweiligen Lösungen. So haben Sie auch einen sehr guten Überblick auch darüber, wie die Lösungen hergestellt werden. Auf der anderen Seite, das heißt, das ist die eine Seite, wir haben den Marktplatz. Auf der anderen Seite agiert GovMarket auch als Intermediär zwischen den Startups und der Verwaltung. Das heißt, wir können so auch ein sehr passgenaues Matchmaking gewährleisten. Ja, und auch da im Beschaffungsprozess, in diesem Onboarding-Prozess unterstützend agieren. Das heißt natürlich auch, dass für beide Seiten weniger Risiken bestehen und gleichzeitig werden durch den Marktplatz und natürlich auch durch GovMarket Brücken gebaut. So, für wen ist GovMarket? Ganz klar natürlich für alle Unternehmen, die ihre digitalen Lösungen dem öffentlichen Sektor zugänglich machen wollen. Aber natürlich liegt unser Fokus auf Startups, genau, und deren eben spezialisierten Expertisen und deren innovativen Lösungen, die wir auch ganz besonders dringend brauchen in der Verwaltung. Und auf der anderen Seite natürlich für alle Behörden und deren Mitarbeitenden. Und das ist unser Plan. Unser Marktplatz ist online. Yay. Wir konnten ihn leider nicht mehr in die Präsentation mit einfügen, aber wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie bei uns am Stand vorbeikommen, auf einen Smoothie und sich unseren Marktplatz ansehen. Und wir freuen uns auf spannende Gespräche mit Ihnen allen und Sie bald kennenzulernen bei uns am Stand. Ja. Yeah. Super. Genau. Vielen, vielen Dank für den spannenden Vortrag zum ersten App Store für Dienstleistungen. Sehr schön. Das Hängen bleiben, so gut, super. Ja. Genau, das wäre auf jeden Fall hängen geblieben. Vielleicht, da wir noch einen ganz kurzen Moment haben, ich hätte noch eine Frage. Ja, dann. Und zwar würde mich interessieren, das Ding ist gerade live, das heißt, ihr habt da jetzt eine Menge Arbeit reingesteckt. Ja. Was war so die größte Herausforderung? Wo sagt ihr, da können wir heute Abend oder wann auch immer ein Glas Sekt drauf trinken, dass wir es jetzt geschafft haben?
Wie lange haben wir Zeit? Nee, ja. Noch 2 Minuten. Wir haben noch 2 Minuten Zeit. Ich glaube, das ist in der Tat, das sind unterschiedliche Dinge. Zum einen, wir wollen ganz bewusst richtig, richtig coole Lösungen auf dem Marktplatz haben. Das heißt, wir haben in den letzten 4 Monaten im Endeffekt mit super vielen Unternehmen gesprochen, die tolle Lösungen zur Verfügung stellen. Wir haben bei uns am Stand auch ein paar Startups mit dabei, die gesagt haben, hey, wir unterstützen das so sehr, dass wir hier noch mit auf die Smart Country Convention dazukommen. Kommt also deswegen gerne bei uns vorbei, lernt die alle kennen, weil ich glaube, gerade dieser Moment, dieses persönliche Kennenlernen ist extrem wichtig. Und auf der anderen Seite eine Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Produkten zu zeigen, weil das ist ja das wirklich Wichtige. Alle Unternehmen haben irgendwie coole Webseiten, ohne Frage, aber finde ich da die Informationen, die ich brauche? Finde ich Informationen zu Preisen? Kann ich Sachen vergleichen? Das war definitiv für uns eine Herausforderung, alle Daten zusammenzutragen, sodass wir für die Verwaltung da einen extremen Mehrwert erzeugen, weil Informationen vergleichbar miteinander dargestellt werden, weil wir da an der Stelle wirklich einfach viel mehr Möglichkeiten haben. Und wir da auch eine Möglichkeit bieten zu sagen, so hey, liebe Unternehmen oder liebe Behörden auch an der Stelle, ihr seht hier ein Produkt, andere Kunden kauften auch, ne, so wie wir es aus Amazon kennen oder aus dem App Store kennen, andere Kunden haben auch dieses und jenes benutzt oder es gibt noch andere Lösungen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Diese Vergleichbarkeit ist, glaube ich, das, was auch den Marktplatz im Endeffekt ausmacht. Extrem spannend. Herzlichen Glückwunsch zum Launch. Dankeschön. Super spannend auf dem Market. Vielen Dank, Jana Jans und Melanie Petersen. Und ich bin mir sicher, hier kommen einige nachher vorbei. Sehr schön. Sehr danke, schön. Freuen uns. So, liebe Damen und Herren, nicht nur der Beschaffung täte eine Revolution.